Sind diese Batterien jetzt voll oder leer? Um das zu checken, muss man sie einfach nur auf den Boden werfen. Leere Batterien springen beim Aufprall, volle nicht. Der Grund? Die geleeartige Füllung in der Batterie ist bei vollen Batterien flüssig und daher träge. Und bei leeren Batterien ist sie fest und so kommt es zum Sprung.